Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen Klassiker, der sonntags nicht fehlen darf. Wir backen einen leckeren Butterzopf. Bei dieser Variante hier habe ich einen Vorteig, der darf auf keinen Fall fehlen. Er bringt Geschmack in den Zopf, er bringt Frischhaltung und er betont noch einmal das Butteraroma mehr. Der ist super easy. Ich brauche 100 Gramm Weizenmehl Typ 550, klassisches Weißmehl. Hier habe ich 10 Gramm Weizenanstellgut, Starter oder Weizengrundsauer, der ist ausgereift. Alternativ kannst du auch 1 Gramm Hefe verwenden und 70 Gramm warmes Wasser. Dazugeben und alles zu einem Teig kneten. So ein kleiner Teig, immer von Hand kurz durchkneten, der kannst du nicht in der Maschine kneten, der ist zu klein, dann schlingt es nur um den Haken rum. In einer Minute ist das auch schon geschafft. Locker durchkneten, Schüssel rein, mit einem Teigtuch zudecken und zwischen 12 und 18 Stunden in der Küche stehen lassen. Unser Vorteig hat sich in dieser Zeit schön entwickelt. Starten wir mit dem Hauptteig. Dazu brauche ich 600 Gramm Weizenmehl Typ 550, klassisches Weißmehl, 15 Gramm Salz, ein Ei, unseren Vorteig, 310 Gramm Milch, die hat mittlerweile Zimmertemperatur, 105 Gramm Butter, hat auch schön Zimmertemperatur und 12 Gramm Frischhefe. Alle Zutaten in die Küchenmaschine. Ich starte mit der Flüssigkeit. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe beginnen zu kneten und wie immer nach 2-3 Minuten das Tempo erhöhen. Nach 10 Minuten Knetzeit teste ich mir den Teig mal. Stück rausnehmen, Kugel formen. Beginnen auseinanderzuziehen. Wenn ich den schön ziehen kann und er nicht mehr reißt, dann ist der Teig perfekt geknetet. Dann nehme ich mir so ein Becken, fette das mit etwas neutralem Öl aus und lege den Teig ins Becken rein. Hier nehme ich immer weiche Butter und Milch, die Zimmertemperatur hat. Dann hat der Teig im Endeffekt auch die perfekte Temperatur. In der Backstube bei uns nehmen wir immer kalte Milch und kalte Butter, denn wir machen viel größere Mengen und da ist die Teigentwicklung, die Erwärmung des Teiges auch viel höher und darum ist es dort kalt, als kleine Überleitung. Für zu Hause immer weiche Butter und temperierte Milch. Den Teig decke ich mir mit einem Teigtuch zu und lasse mir den für eine Stunde aufgehen. Der Teig ist bereit zum Formen. Mehl auf den Tisch, Teig rausnehmen, den Teig in 4 gleich große Stücke einteilen. In etwa jedes Stück 320 Gramm. Ein bisschen ins Mehl, dann so nach hinten runterziehen, dass ich so eine lange Form bekomme. Aufdrehen, mit den Fingerspitzen nach hinten ziehen und ausrollen. Einfach mal etwas vorrollen, dann das nächste Stück nehmen, genau gleich. Nach dem Vorrollen nehme ich den ersten Strang wieder und rolle den noch ein bisschen länger.
Zu lang sollten sie nicht sein, etwa zwischen 60 und 70 cm, sonst wird der Zopf so extrem dünn und schmal, der trocknet dann einfach viel schneller aus. Als erstes ein Kreuz machen und dann wird eigentlich immer über das Kreuz geflochten. Also hier rüberlegen und dann hier zuerst runterlegen und dann den anderen rauflegen. Dieses Kreuz muss immer sichtbar sein. Den Strang runterlegen, den rauflegen. Runterlegen, rauflegen. Runterlegen, rauf. Runter, rauf. Runter, rauf. Und zum Schluss hier etwas flach drücken, das Ende so runtergeben. Normaler Zweistrangzopf. Die Stränge sollten nicht kleben, leicht bemehlt sein. Übers Kreuz kreuzen. Dann immer zuerst runterlegen, dann rauflegen. Aber das Kreuz immer sichtbar. Und zum Schluss flach drücken, das Ende unten rein. Auf ein Backblech geben, dann mit Ei bestreichen. Hier reicht es völlig aus, wenn du einfach ein Ei aufschlagst, nichts dazugeben und die Zöpfe anstreichen. Die lasse ich mir jetzt noch einmal 40 bis 50 Minuten aufgehen. In der Zwischenzeit heize ich mir den Ofen auf 210 Grad vor. Die Frage wird so oder so kommen. Ich nehme sie vorne weg. Ja, man kann die Zöpfe über den Kühlschrank machen, Kühlschrankgare. Dann jetzt einfach in den Kühlschrank geben und am nächsten Tag nochmal anstreichen vor dem Backen und direkt in den Backofen. Unsere Zöpfe sind ready für den Ofen. So als kleiner Test, wenn ich jetzt hier reindrücke und es federt zurück und bleibt leicht drin, das ist so eine Gefühlssache, es muss wirklich wieder ein bisschen zurückkommen, dann habe ich eine perfekte Gare. Wenn der noch ganz fest ist, sofort wieder zurückkommt, ist zu wenig. Und wenn alles drin bleibt, dann habe ich eine Übergare. 40, 50 Minuten. Ist das eigentlich immer optimal. Wenn du über den Kühlschrank gehst, dann direkt in den Kühlschrank rein. Und bei der Kühlschrankgare ist es auch noch wichtig, dass der Kühlschrank nicht unter 5 Grad ist. Jetzt vor dem Backen nochmal anstreichen, zweites Mal. In meinem Backbuch habe ich auch ein Butterzopfrezept drin. Dieses hier habe ich eben noch ein bisschen mit dem Vorteig optimiert. Ofen ist auf 210 Grad vorgeheizt, auf Umluft. Unten ist ein Backblech drin. Die kommen jetzt ab in den Ofen. Und hier ist es wichtig, da die mit Ei bestrichen sind, gebe ich die jetzt zuerst einmal 2 Minuten in den Ofen. Dann kann das Ei anbacken und dann gebe ich erst Dampf. Wenn ich direkt Dampf reinmache, wischt das ganze Ei ab. 2 Minuten später, Ei ist angebacken. Backblech rausziehen, Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht, einschieben und erstmal für 20 Minuten backen. Voilà, 20 Minuten Backblech weg, super schöne Zöpfe. Jetzt auf Umluft umschalten, Temperatur auf 190 Grad reduzieren und noch 10 bis 15 Minuten ausbacken. So, die ganze Küche duftet nach Butterzopf. Herrlich goldgelbe Zöpfe, wunderschön. Im Eifer des Gefechts habe ich mich noch verplappert beim Backen. Nicht auf Umluft umschalten, sondern auf Ober-Unterhitze beim Nachbacken. Die Idee ist, unten habe ich zuerst ein Backblech in der ersten Backphase, darum Umluft, damit die schön gleichmäßig backen. Wenn das Backblech wegkommt, dann auf Ober-Unterhitze umschalten, dann kann die Hitze auch von unten ran. Das dazu, tut mir leid, aber wir freuen uns jetzt zuerst mal über diese wunderbaren Zöpfe. Und das ist übrigens hier ein Qualitätsmerkmal, wenn der so schön hier durchreißt.
goldgelb mit dem Aufriss, der schön durchschimmert, schön ausgebacken. Da freue ich mich schon richtig, so ein Ding anzuschneiden. Schau mal, wie herrlich dieser Anschnitt aussieht. Super weiche Krume. Leckeres Butteraroma steigt mir schon in die Nase. Unglaublich leckerer und aromatischer Butterzopf. Schreib mir unbedingt eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Backst du auch gerne Butterzöpfe? Hast du noch nie Zöpfe gebacken? Hast du das im Griff mit dem Flechten? Ich bin gespannt. Das Rezept zum Nachlesen findest du unterhalb von diesem Video. Verlinke ich dir zusätzlich noch. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Ihr wisst Bescheid. Am besten gleich die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.